Willkommen zurück allerseits hier zu Heartbeat Games und zu einem neuen Part zu Let's Play Bioshock Infinite. So, ich habe mal ein paar Einstellungen gemacht und für all diejenigen, die mit dem Spiel... Hui, das machen wir mal nochmal. Ah, nö, da ist ein Müsli drin. Was sucht ein Müsli dort? So. Und für all diejenigen, die Probleme mit dem Spielchen haben... es gibt ein... Was stand da? Achso, ja, immer wieder das Gleiche. Es gibt ein Update für Nvidia-Grafikkarten. Ladet den auf jeden Fall runter. Ein Treiber-Update. Und ja, ich habe es eben gemacht und es läuft stabiler, auf jeden Fall. Definitiv, es läuft stabiler. Oder auch wenn ihr keine Nvidia-Grafikkarte habt, sondern nur eine... Na, von AMD, dann schaut mal nach, ob es ein Update gibt. Das bewirkt wahre Wunder. Na gut, was ist das für ein Zeug? Ach, Salz ist voll. So, jetzt haben wir zweierlei Fertigkeiten. Entweder kann ich sie so durchschalten oder so. Das geht auch schnell. Gut, welche belassen wir denn hier? Teufelskuss. Dann, damit werfen wir Bomben. Na gut, also eben hat das Spiel eine extrem krasse Wendung hingelegt. Okay. Salze braucht man, damit man die Fähigkeiten einsetzen kann. Und alles andere, die zum Verzehr sind, die regeneriert die Gesundheit wieder auf. Was ist denn das für ein Ding? Auf jeden Fall hat das Spiel eine krasse Wendung jetzt hingelegt. Die Gesundheit brauchen wir nicht mehr. Tja, jetzt sind wir so ein bisschen der Gejagte. Mal sehen, was, wie es weitergeht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Bisher gefällt mir das Spiel außerordentlich gut. Wirklich. Von der Grafik, vom Art-Design her. Vor allem vom Art-Design her. Also die Grafik, wenn man mal jetzt hier irgendwie ein bisschen näher rangeht, dann sieht man schon, dass das nicht mehr, ja, up-to-date ist. Okay, kann nicht mit Battlefield oder mit Crysis 3 hier mithalten, aber es, in sich sieht das wirklich hervorragend aus. Gut, genug gequatscht, gehen wir mal hier weiter. Geh in das Blaue, was war das? Na doch, geh rein. Gut, da wären wir nach Monument Island. Gut, wir sind hier auf jeden Fall, um ein Mädchen zu finden. Salze voll. Salze hatten wir voll, was gab's hier? Das Geld braucht man eben, weil man sich die Munition ist auch voll. Fläschchen unbekanntes Fußes trinken. Nee, danke. Das lasse ich mal lieber. Munition für Maschinengewehr. Silber. Okay, wo ist ein Maschinengewehr? Ich brauche ein Maschinengewehr. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir ein Mädchen finden. Und das ging jetzt mal gehörig in die Hose. Kinetoskop benutzen. Machen wir mal. Das Wort des Propheten präsentiert einen Rückblick auf die Anfänge. The dream of the prophet is finally... Tja, irgendwas. Columbia beginnt seine Reise um Amerikas Vision in die Welt. Tja, das war's. Ein kurzes Filmchen. Geht's denn hier weiter? Okay. Die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet, ja klar. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock, halten Sie sich raus. Wir stehen hinter dem Propheten. Meine Güte, der hat aber einen Bart. So, das war's. Schauen wir uns das dritte nochmal an. Das Wort des Propheten präsentiert, wir trennen uns von der sogenannten Union, eine Produktion. Ein feiges Amerika pfeift seine beste Stadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet, wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von Union los und verschwindet in den Wolken. Das war's. Okay, mal zur Anfangsgeschichte hier. Okay, da klingelt ein Telefon. Wo war denn das Telefon jetzt?
Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Okay. Ach, minus Gesundheit. Wartet mal. Okay, dann hauen wir ein Bier mal weg. So, jetzt ist alles wieder gut. Wer sind diese Gestalten hier? Whisky trinken Gesundheit, rauchen Gesundheit minus. Mhm. Okay, wir dürfen uns hier fleißig bedienen, keiner sagt was. Das ist schon ein bisschen doof. Gesundheit ist voll. Was ist das? Portemonnaie nehmen, natürlich. So, alles aufsammeln hier. Salze haben wir voll. Nee, hatten wir doch nicht voll. Jetzt aber. So, was gibt's noch? Ja, man kann hier alles in Seelenruhe rumplündern. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Was denn? Dass ich hier plündern darf, oder wie? Nein, ich glaube nicht. Was ist das da? Zigaretten? Nö, ich bin ja auch mittlerweile Nichtraucher, so. F-Shield Upgrade nehmen. Schild, Verzeihung. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Annehmen. Was war denn das? Hm, verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay. Was sind das hier für Gestalten, meine Fresse? Okay, das sehen wir da oben links. Wir haben so ein bisschen Magnet. Ja, ordentlich eigentlich. Willst du noch was? Die sieht aber bieder aus. Echt nicht mein Typ. So. Kiste durchsuchen. Nichts drinne? Ja, nichts drinne. Voxophon nehmen. So, da hören wir nochmal rein. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Okay. Verzeihung. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Ach so, das habe ich jetzt gerade gesehen. Also wenn ich Bier trinke, dann fügt es natürlich Gesundheit hinzu. Aber unser Salz geht dadurch flöten. Und Salz braucht man eben für die Fertigkeiten, also Fähigkeiten, die man hier einsetzt. Interessant. Meine Güte, wie toll das mal wieder hier aussieht. Echt. Ein bisschen zu grell, aber ich glaube, das soll auch so sein. Die komplette Stadt fliegt hier. So, wo müssen wir denn jetzt? Tja, und nu? Leertaste greifen. Der Haken muss magnetisch sein. Ja, ich glaube auch. Was ist denn das für ein Typ? Das war nett. Gegner lassen bei ihrem Tod Waffen fallen. Ja, hey, wir haben ein Sturmgewehr. Nee, ist ein Maschinengewehr, aber... Na, das will er nicht. Okay. So, jetzt gefällt mir das Spiel besser und besser. Gibt es hier noch was in den Ecken und Kanten? Nein, ich glaube nicht mehr. Was ist denn das für ein Biest? Hat so und so viele Headshots überlebt. Oh, oh, oh. Alter, ich bin beinahe hinüber.
Okay, unser Schild regeneriert sich automatisch oder was? Okay, gar nicht mal so übel. Hotdog essen. Salz ist voll. Wer schreit denn da die ganze Zeit? Hört auf, mich zu nerven hier. Hauen wir mal lieber hier ab. Oh Mann, das war knapp. Ich glaube mal, das ist so ein... Ja. So, Apfel essen wir mal. Na, iss, komm. Happa, happa. So. Na, wo ist denn dieses... Na, ist es explodiert? So, jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Hallo, wie kannst du denn auf mich schießen hier? Tja, wenn nicht, dann wechseln wir mal hier ganz kurz. Ach, scheiße, der hat nicht getroffen. So. Du hast kein Salz mehr, suche welches. Ja, dumm gelaufen, ne? Oh, jetzt haben wir auch keine Munition mehr. Schon wieder so ein. So, hier war doch Salz. Ja, verdammt. So. Ah, verdammt. Den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. So. Meine Güte, ist hier was los. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde. So, was machen wir jetzt? Wer ist denn diese Frau, die hier so rumquatscht? So. So, Schätzchen, gib jetzt Ruhe. So, zum Glück ist er auch hinüber. Denn beinahe wir auch. Wo lang? Ich glaube, wir müssen hier rein. Jupp, ist auch so. Tja. Im Briefkasten steckt eine Banane. Ich schaue mich mal kurz hier in den Ecken noch um. Na, verdammt. Nee, zu viel Alkohol ist nicht gut. Vor allem für unser Salz nicht. Jetzt haben wir doch schon ordentlich ein bisschen Kohle. Damit können wir bestimmt was anfangen. Aber hier werde ich wieder mal einen Cut machen. Hat es euch gefallen? Dann kommentiert, abonniert, liked das Ganze. Auf jeden Fall schaltet im nächsten Part wieder mit rein. Macht's gut und bis dann. Ciao.